Yep, da sind wir auch schon wieder zurück in Star Wars Jedi Fallen Order oder andersrum, Fallen Order Jedi Star Wars, such's dir aus. Wir sind beim letzten Mal ja in Kashyyyk bis weiter gekommen, haben die Fähigkeit bekommen zu tauchen, die uns jetzt auch hierhin geführt hat. Und ja, jetzt geht's wohl gleich wieder in die Luft. In diesem Sinne, legen wir los. So. Ich würde sagen, die können sich noch ein bisschen gegeneinander behaken. Wir nehmen dann den, der übrig bleibt. Oder einfach beide. Naja. So, ich glaube, mit ein bisschen Kräuterbutter schmecken die auch ganz lecker. Ach, du hast schon wieder was zum Scannen. Eins Lück. It looks like large carnivorous gastropods. Although they may be found in most temperate environments, they prefer areas that are cool and damp, especially thriving in thick vegetation, small bodies of water, caves and crevices. They emit a toxic sludge-like exertion that should be avoided. Not even Tarful could keep them out forever. They won't stop until everyone's wiped out. Sava. Carry or extending towards prey within reach or close. Ah, die hatten wir, das waren diese tollen Dinger vorhin. The Sava is a snake-like flora primarily located in the shadowlands of Kashyyyk. Parasitic by nature, they are capable of slowly extending the length of their body towards prey within reach or close contact. Their vine-like skin is resistant to any laceration and upon contact will attach itself to a host, supplying themselves with nutrients for months or sometimes years. They are slow at expanding and quick to retract at any signs of danger. Nice job. So, gibt's hier noch die Möglichkeit, irgendwo hochzuklettern? Nein, anscheinend nicht. Wir können ganz kurz. Nee, unter Wasser können wir nicht auf die Karte schauen. Okay, macht auch ein bisschen Sinn. Und mal wieder eine kleine Rutschpartie, Sprung an. Und natürlich kommen schon wieder die lustigen Pflänzchen an. Ja. Guten Tag. Hier sind ganz viele Pflanzen, die machen alle tot. Der Level-Designer sagt, sie müssen da jetzt trotzdem durch. Those things give me the creeps. Whoa, strong words coming from you. Ein bisschen Sauna da unten gefällig. Ja, auch kein Zufall sein, dass wir nicht gleichzeitig Klettern und ein Lichtschwert benutzen können, ne? Au! Up here. So, ist jetzt aber Feierabend hier. Meditationspunkt wäre mal ganz schön bei Gelegenheit. Nur so.
Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Hier unten noch irgendwas Spannendes? Nö. Einmal unseren elektronischen Trash-Panda reinsteuern. New Lightsaber Sleeve acquired. So, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder darunter oder, und das ist wahrscheinlich hier die Captain Obvious Methode, einmal durch den Wasserfall und hier hinten noch die Essenz abgreifen. Pilz. Pilz. I've got a read on the Wookiee General's position. Close in. A squad tracking the partisans and Wookiees. They are coming for Tarful. Gut, hier unten ist tatsächlich nicht mehr wirklich irgendwas, was uns interessiert, weiterbringt oder sonst wie. Ist aber auch nicht schlimm. Na komm, auch raus da. Genug geplanscht, wir gehen wieder an Land und machen jetzt hier weiter. Ich sehe doch, dass du da unten noch was versteckst, Spiel, oder? Sozusagen ein Versteckspiel. Ja, dann würde ich sagen. Oder kommen wir da nicht her? War das diese Riesenkletterpartie? Nee, ich glaube, das ist eine andere Kletterpartie. Also ich kann mich jetzt auch hart irren, das werden wir gleich sehen. Ja. Das sieht mir nach einer anderen Kletterpartie aus. Und tot. Ja, den Ach. Ja, bitte respawn. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay, das machen wir jetzt aber, das clearen wir jetzt aber jetzt nicht wieder alles von vorne. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu dämlich. Aber was dämlich? Was ist denn da unten? Na, siehst du, dann hat es sich doch gelohnt zu sterben. Lol. Habt ihr das gesehen? Der Bot ist gar nicht von meiner Schulter weggegangen, hat aber trotzdem die Kiste geöffnet. So. So, die können sich da hinten wieder mit der Schnecke abgeben, das ist mir egal. Da jetzt keine Lust drauf, ganz offen. Na komm, hoch, klettern.
Doch. Das, da waren wir tatsächlich schon. Naja, dann haben wir das deswegen zweifelsohne festgestellt, dass wir hier wirklich schon waren. Ist ja auch toll. Das ging doch jetzt deutlich einfacher als eben noch. Ja, ach Mann, Spiel. Nochmal dahin. Ja, heute bei interaktivem Kreisrennen. Okay, das ist einfach nur Wasser. Das ist nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Und jetzt möglichst schnell nach oben, bevor irgendwie der Tentakelporn wieder ankommt. Da geht's wohl nicht weiter. Karte sagt, alles klar, du gehst wieder tauchen, Kollege. Wenn die Karte das sagt, dann geht der Kollege halt tauchen. Hab ich dich gesehen? Na, kommen jetzt gleich wieder die lustigen Pflanzen. Tatsächlich mal nicht. Überraschung. Ist dem Leveldesigner selber langweilig geworden, hä? Do you think the Empire would have come after Kashyyyk so hard if we hadn't intervened? The Jedi are supposed to be symbols of hope, but I led the Inquisition here. Mari and Tarful put their trust in me. Did I just endanger them again? Oh, schön, jetzt können wir meditieren. Blöderweise brauchen wir es jetzt eigentlich nicht mehr groß, aber kommen die 3 HP nehmen wir mit. Gut, kriegst du. Ich lieb's, gegen die auf Plattformen zu kämpfen. Das ist halt für die meistens eine ziemlich blöde Geschichte, weil einfach Schubs weg sind sie. So. Was machen wir jetzt? Was bist du denn? What's this? A Bracca scrap rat playing Jedi. I told the Grand Inquisitor you wouldn't be stupid enough to show your face here again, especially after we wiped out that feeble resistance. Love it when I'm wrong.
Ui. Und da geht die Rutschpartie los. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder so ein Sprungteil, genau. Noch eins. Okay. Hang on. Jetzt kommen natürlich wieder die tollen Pflanzen. Ach. Ich fühle mich hier gerade wie auf so einer Pinball-Map. Ja, und noch ein paar TIE Fighter vorbei. Warum auch nicht? Also gefühlt könnten sie jetzt auch gerade irgendwie von der Musik her auch Hall of the Mountain King spielen. Würde sogar gar nicht mal so unschlecht passen. Okay. What is that thing? Piss Birdie is pissed. The Night Sister searched on second thought. She listens to their transmissions. Better find out on her own. Also ich will's ja jetzt echt nicht beschwören, ne? Aber dafür, dass irgendwie auf der Oberfläche irgendwie alles an Viehzeug rumschwimmt, was versucht dich zu killen. Gab es bisher noch relativ wenig zähnebewehrte Fischis, ne? Ich guck gleich mal an der Wasseroberfläche, ob ich irgendwo Karte oder so krieg. So, aber erstmal schicken wir den Roboter nicht in die Kiste. Bronzium. Ja, schön. Okay, Karte ist also auch nicht beim Schwimmen. Naja, sieht auch nicht so aus, als ob das Spiel uns hier viele alternative Wege zur Verfügung stellt. Warte mal, ist das da hinten? Ne, das da hinten ist auch nur Matsch, der runterkommt. Das ist kein Kletterweg. Nö. Nö, Karl ist nichts zum Klettern, dann geht's wohl nur hier weiter. Ja, unter Wasser passiert sehr wenig. Davon von der Spinne. Ich hasse sie. New Objective. Okay. Ich würde sagen, das Spiel will mir damit sagen, Objective ist irgendwo oben. Grubroot Hollow, Origin Tree. 13% exploriert. Keine Force ist gerade doof. Natürlich super. Wenn du dich hier nicht rausblocken kannst.
So, anscheinend gibt es hier aber eh nur den Weg da hoch und da hoch. Wollen wir uns mit denen nur für eine Kiste anlegen? Oder kriegen wir die Kiste auch ohne uns mit denen anzulegen? Nein, kriegen wir nicht. Nee, das wird ziemlich kacke. Tot. Okay, also wenn wir in die Kiste rankommen, müssen wir ganz viel Viehzeug platt machen. Schön. Also letzt die Schnecke und die Spinne zusammen waren schon kacke. Drei Schnecken und eine Spinne machen es halt, andersrum, drei Spinnen und eine Schnecke machen es halt nicht besser. Ja, erstmal hier ein bisschen weggehen. So, immerhin haben wir schon mal eine Spinne rausgenommen. Mal wieder ein Stück auf, naja, ich würde sagen, freie Fläche ist übertrieben, aber... Rage-Schnecke! Ja, ouch. Nicht geblockt, war scheiße. Habe ich gemerkt. Ja. So, also erstmal hier die lokale Fauna wieder ein bisschen dezimiert. Die Frage, können wir da auch was Schönes kochen? Wahrscheinlich eher nicht so. Also gut, klar, die Schnecke schon. Kräuterbutter drauf und ab in den Backofen damit. Gib ihm. Was ist denn dies? Okay, da können wir hochklettern und da geht's irgendwo weiter. Hm. Da geht's sehr weit nach oben. Ist die Frage, wenn ich erstmal den anderen... Es ist wahrscheinlich egal, welchen Weg ich jetzt zuerst wähle, es ist der falsche. Was hat der? Oh, kann sich der andere wieder Zeug ins Terra klatschen. Boah, das sind schon wieder viele, da habe ich ja richtig Spaß drauf. So, mit dem Fliegen kann man auch schon Tennis spielen, sehe ich. Das sieht sehr nach Drop of Death Pit aus. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich wieder die übliche Jump'n'Run-Mega-Einlage. Ja, da ist er auch schon. Einmal wieder hier, dann springen wir da oben hin, machen einmal Doing, machen nochmal Doing.
Komisch, heute keine Tentakelpflanzen. Warum? We don't know if it's friendly. Oh. Danger Birdie. Das gehört wohl zur Story. So, das Einzige, was mir jetzt nur wurmt, ist... Ich habe so das Gefühl, ich komme jetzt nicht mehr zu der Stelle zurück, zu der, die ich nur untersuchen wollte. Okay, das heißt, wir machen jetzt das ganz Bescheuertes, wir rennen nochmal zurück. Können wir das überhaupt? Ich befürchte nicht. Ich befürchte, wenn wir jetzt hier den Sprung zurück machen, ist wieder überraschenderweise tot. Naja, vielleicht sterben wir gleich nochmal und respawnen weiter unten oder machen es halt einfach auf dem Weg. Nö, wir respawnen nicht mehr. Okay. Schaffen wir den Sprung darunter? Nein, das Spiel lässt uns nicht. Das ist doch doof. Das erfüllt mich gerade nicht mit Freude. Da hinten ist ein Echo. Gucken wir in die richtige Richtung? Nein, gucken wir nicht. Ja, warte mal. Was ist denn, wenn wir hier lang laufen? Kommen wir da vielleicht nochmal rüber? Nee, da kommen wir gerade her, oder? Ja, das ist die Stelle, von der wir gekommen sind. Nur aus anderer Kameraperspektive. Was? Ah ja. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Get up. Try again. Just keep failing, Master. Do you? Good. Keep failing. Keep getting back up. That is the only way to succeed. Do not allow yourself to be weighed down by ego and pretense. Let go of what you fear to lose and rise up. Now. Again. While in the air to Jedi flip. Good. Now reach my position. You can do it. Just gotta keep getting back up, Edie. As long as we get back up, we're still in this fight. Finally back to where I was before the purge, before Master Ball. Auch zwei Skillpunkte, okay. Was gönnen wir uns jetzt? Increase all lightsaber damage. Auf den sparen wir. Auf den sparen wir sowas von. Ja, und dann würde ich sagen, geht's dann hier beim nächsten Mal weiter. Heute erstmal wieder genug aufgenommen. Euch wie immer danke fürs dabei sein und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.